Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Ihnen in den nächsten Minuten einen kurzen Überblick geben über das Probstdorfer Sonnenblumenportfolio für den Frühjahrsanbau 2023. Wir haben ja mittlerweile seit der Einführung der Sorte Kolibri bei den gestreiftsamigen Vogelfutter-Sonnenblumen ein wirklich komplettes Sortiment in allen Verwertungsrichtungen, sowohl bei den Ölsonnenblumen als auch bei den HO-Sorten. Und wie gesagt, die Kolibri hat jetzt die Lücke geschlossen. Die Hauptsorte bei den Ölsonnenblumen bleibt von unserer Seite her die SY Bacardi, die wir mittlerweile schon seit über 5 Jahren im Angebot haben. Das ist eine sehr ertragsstabile Ölsonnenblumensorte mit einer mittelspäten Reife und einer wirklich überdurchschnittlichen Korbgesundheit, was vor allem Infektionen von Korbsklerotine oder Botrytis in der Abreife betrifft. Das ist natürlich immer ein Thema. Die Korbgesundheit, wenn die Abreifewitterung doch etwas feuchter ist, so wie beispielsweise letzten Herbst im September mit den vielen Niederschlägen. Aber die Bacardi hat auch noch andere Vorteile. Sie hat eine sehr gute Stand- und Bruchfestigkeit und sie ist eine Clearfield Plus Sorte. Das heißt, Sie können die Unkrautbekämpfung im Nachauflauf mit dem Herbizid Pulsar Plus durchführen. Pulsar Plus wirkt sehr gut gegen die überwiegenden Unkräuter, die bei der Sonnenblume auftreten. Gegenüber der alten Formulierung von Pulsar 40 hat sie doch eine bessere Wirkung gegenüber Pingelkraut, Franzosenkraut, Kamille oder Flughafer. Und der große Vorteil vom Clearfield-System gegenüber der Sulfotoleranz der Unkrautbekämpfung mit Express ist die verbesserte Wirkung gegenüber Ambrosia. Sie sehen hier einen Ertragsvergleich, einen unabhängigen von der LACO im Weinviertel Standort Mistelbach. Über 3 Jahre zusammengefasst sieht man, dass die Bacardi nach wie vor eine sehr ertragsstabile Sorte ist. Alternativ dazu haben wir seit dem Vorjahr eine sehr frühreife Sorte im Programm, die Sorte Suomi. Man sieht sie auf dem Bild, auf der rechten Seite einen Bacardi-Bestand, links die Suomi. Und der Reifeunterschied ist wirklich deutlich und spürbar. Da geht es um 7 bis 10 Tage auf alle Fälle. Und natürlich ein Reifeunterschied bei der Sonnenblume kann ähnlich gesehen werden wie beim Körnermais, wo die früheren Sorten ertraglich dann nicht mit den Sorten mitkommen, die die Vegetationszeit entsprechend ausnützen können. Trotzdem kann man die Suomi sehr gut vergleichen mit der etablierten Sorte ES Columbella. Sie bewegt sich auf einem ähnlichen Ertragsniveau, hat aber den großen Vorteil der Sulfotoleranz. Das heißt, bei der Suomi können Sie die Unkrautbekämpfung im Nachauflauf mit Express durchführen. Das ist natürlich ein Vorteil, wenn man Distelprobleme hat. In eine ganz andere Richtung, was die Reife betrifft, ist unsere Neuzüchtung, die Sorte Sorelli. Die ist ebenfalls sulfotolerant. Man kann sie irgendwo vergleichen mit einem Mais der Reifezahl 440, 450. Das muss man als Landwirt wollen. Man muss auch die nötigen Nerven dazu haben, wenn um und um eigentlich die Sonnenblumenbestände schon geerntet werden und selbst muss man noch warten. Aber die Sorte hat ein irrsinnig hohes Ertragspotenzial, einen sehr hohen Ölgehalt und ist auch eine sehr stängel- und korbgesunde Züchtung. Das zeigen hier die beiden Praxisversuche, die wir im Vorjahr durchgeführt haben. Laut AGES-Einstufung gehört die Sorelli zu den ertragsstärksten Sorten, sowohl beim Korn- als auch beim Ölertrag. Aber man sieht es hier in den Praxisprüfungen, in den internen, zwei Standorte, Zwerndorf an der Mach, ein Standort mit einem Versuchsmittel von 3100 Kilogramm. Die Sorelli war unter diesen schwierigen Bedingungen im Vorjahr um 11% drüber, der Standort wurde aber einmal beregnet. Der zweite Standort im Pulkautal, Zellerndorf, wurde nicht beregnet, dort hat es mit den Niederschlägen im August relativ gut gepasst, ist der eine oder andere Schauer drüber gegangen. Das Ertragsniveau generell mit 3700 Kilogramm sehr hoch. Und die Sorelli konnte hier nochmal deutlich steigern auf 4300 Kilogramm. Man sieht eine Sorte mit irrsinnig viel Potenzial, aber später Reife. Bei den HO-Sorten führt eigentlich kein Weg an der Sorte Tutti vorbei. Die Tutti ist agronomisch nach wie vor die leistungsfähigste Hyolic-Sorte in Österreich, hat nur den Nachteil, dass sie nicht herbizidtolerant ist. Das heißt, hier muss die Unkrautbekämpfung klassisch im Vorauflauf mit dem bewährten Präparaten und Wirkstoffen durchgeführt werden. Aber auch hier haben wir eine zweite Möglichkeit, die RHGD-Züchtung RGD Volcano, von der Reife her etwas früher vergleichbar mit der langjährig bewährten Sorte NK Delphi. Wie Suomi ein sehr kompakter Typ und als Clearfield Plus Sorte kann hier das Präparat Pulsar Plus eingesetzt werden.
Ja, Sie sehen, wir sind bestens gerüstet für die kommende Saison und können Ihnen in allen Bereichen eigentlich sehr gute Sorten anbieten. Und ich wünsche Ihnen auf diesem Wege ein gutes Jahr, eine gute Ernte mit zufriedenstellenden Sonnenblumenerträgen.